So this was obviously a huge win for you, a big fight since UFC 162 was the last time we saw you. How did you feel in there today? Ja, ich fühle mich sehr gut. Jetzt habe ich meine Niederlage weggemacht und ja, ich freue mich jetzt auf die nächsten Kämpfe. I feel very good right now and I'm looking forward to fight again. And of course, it was fun to win. Manny had said that he had hurt his knee in the fight. Did you seem to notice anything change with him during the fight? Nicht wirklich. Gut, ich habe ihm ein paar gute Lokis verpasst, vielleicht hat er deswegen Probleme gehabt, aber er war die ganze Zeit schnell, er war sogar schneller, als ich gedacht habe und ja, er sei denn auf dem Boden, war nicht so stark, wie ich dachte. Not really, he was actually faster than he expected and probably due to the amount of Lokis he gave him, probably that's the reason, but he didn't recognize it during the fight. You're obviously a very experienced and touted kickboxer. Overall, how did you feel about Gamburian's level of striking? Ja, seine Schläge waren schneller als ich dachte, weil meine Taktik war eigentlich, den Kampf auf Distanz zu führen, mehr zu boxen, zu schlagen, aber er war so schnell an mir dran und hat sehr gute Schwinger gebracht, also sehr gute Rechte gebracht und sogar Drehkicks hat er gemacht, was ich gar nicht erwartet habe von ihm. His level was actually pretty good, like he expected it, that he's not that fast as mentioned and he always, like he did like the spinning kicks to the head. Yeah, and he was pretty fast, he went in and fast out, so it's pretty good actually. Considering that he was a bit more competitive on the feet than expected and that it went the distance, were you worried at all when you stood there awaiting the judge's decision? Also der Kampf war ja mehr auf den Füßen und praktisch ausgeglichener als gedacht. Warst du irgendwie besorgt um die Entscheidung der Judges? Ja, nach der zweiten Runde, wo es dann so ausgeglichen war, habe ich mir Sorgen gemacht, aber nachdem ich ihn in der dritten Runde runtergenommen habe und die ganze Zeit auf dem Boden kontrolliert habe, war ich sicher, dass ich gewinne. Maybe a bit. After the second round, when Manny got on top of him and like kind of control it, but in the end of the fight, we knew that we at least won two rounds out of three, so we weren't concerned at all. It's been a while since you changed weight classes, but for the most part, you've been successful here. Do you wish you had changed earlier in your career? Ja gut, früher gab es die Gewichtsklasse gar nicht. Eigentlich nicht. Ich war zufrieden mit meiner Leistung in der Leichtgewichtsklasse. Aber ich wollte halt was Neues probieren und die ganzen Jungs sind auch runtergegangen. Deshalb war das, denke ich, rechtzeitig. Später wäre es schlechter, aber so ist es ganz okay. Back in the days they brought in the featherweight division, so he's actually satisfied what he did in lightweight. And he just said like that going down from lightweight to featherweight was just the right step for him. And what do you make of the division now? It's certainly competitive. There are some great people in there. Chad Mendes, obviously Jose Aldo is great, but he may change and go up a weight class. So what do you make of the featherweight division and your possibilities there for a title fight? Was glaubst du wieder an Möglichkeiten aus dem Federgewicht auch in Bezug auf den Titelkampf? Ja, ich denke, ich gehöre auf jeden Fall in die Top 10 und ich hoffe, dass ich demnächst auch gegen Top 10 Jungs kämpfen darf und wieder beweisen kann, dass ich zu den Besten gehöre und mein Ziel ist nach wie vor ein Titelkampf. His goal is definitely to get a title shot and he thinks that he belongs into the top 10 and he hopes to fight a top 10 fighter on his next fight. Anybody in particular you would like? Eigentlich ist es mir egal. Hauptsache es ist jemand von Top 10 oder Top 5 sogar. No one in particular, but Top 10 or Top 5 would be great to prove that he belongs to the best. What about, there was a match set up between yourself and Eddie Yaga and that was supposed to happen at UFC 151, the canceled UFC. Would you like to see that match happen? I believe they shot a primetime special featuring you two. Nicht wirklich. Also ich denke, der Kampf wäre auf jeden Fall interessant, aber es macht jetzt keinen Sinn für mich, was jetzt die Rankings angeht, weil Eddie Yaga ist irgendwo weit hinten. Ich bin Nummer 7 oder 8 und der Kampf macht einfach keinen Sinn, obwohl es wahrscheinlich ein guter Kampf wäre. It would definitely be a great matchup, but in his opponent it wouldn't make sense at all because Yagin is way out of the top 10 and he is within the top 10. So it would be a great matchup, but he's not interested in it. Looking at your shirt, I'm wondering, do you have your own MMA app in Germany? Ja, das ist eine neue App, die ist nicht nur in Deutschland, die ist in der ganzen Welt zu kriegen. Und da kann man gute Techniken lernen und wenn man so kämpfen will wie ich, kann man dort alles lernen. It's actually an international app, so buy it, you get it everywhere around the world. And yeah, he has his own app and download it, what do you do? Yeah, there are particular sort of things in terms of techniques, like groundwork, stand-up fightings.
like the basic techniques. And if you want to learn to fight like Zebra, get it. With the UFC has announced the international, the fight pass, and that they'll have more local fights. You know, for a long time, you've been the only German fighter in the UFC. Do you think there's a lot of talent there yet to be explored? Ja, wir haben mit Sicherheit ein paar gute Jungs bei uns in Deutschland. Ich bin ja auch nicht der einzige Kämpfer aus Deutschland, es gibt ja noch jemand. Und ich hoffe, dass die UFC mal wieder nach Deutschland kommt und noch ein paar gute Jungs in die UFC aufnimmt. Und die Welt wird dann sehen, dass Deutschland auch ganz stark besetzt ist mit guten Kämpfern. Yeah, actually we have some great talents in Germany and hopefully the UFC comes back to Germany ASAP. Well, you're a staple of a featherweight division, and you've been in the UFC a long time. You're a Russian-born German kickboxer. When are you going to get a fighter nickname? Übersetzt man? Wann ist es Zeit für einen Kämpfer-Nickname? Also, ja gut, ich bin mit meinem Namen ganz zufrieden, deswegen brauche ich keinen anderen Nickname. Also, ich bin gerne Dennis Siever und will so bleiben. He's actually satisfied with his name. So, there's no reason to get a nickname. It's a opinion. Fair enough. Yeah. Okay. Congratulations. Thanks, guys.